Hey Leute, Cramix hier, was geht, euer Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5RP. Und Leute, heute haben wir mal was richtig krasses vor. Ihr könnt es schon im Hintergrund sehen. Leute, ihr fragt euch jetzt vielleicht, ey Cramix, wo bist du? Was machst du hier? Meine Freunde, heute werden mal wieder Autos geklaut, aber nicht irgendwelche Autos. Heute sind wir auf einer geheimen Spezialmission, meine Freunde. Und ich habe hier schon einiges, Leute, aber wirklich einiges organisiert. Und zwar, ihr könnt schon sehen, ich habe hier ein riesiges Frachtflugzeug und habe hier mein Lambo dabei. Denn, meine Freunde, hier in der Nähe von mir, hier im Sandy Shores Gebiet, ist eine richtig heftige Autoausstellung, wo ultra seltene Hypercars vorgestellt werden, Leute. Und diese Ausstellung, meine Freunde, werde ich heute ausrauben. Aber natürlich ist die Ausstellung sehr, sehr gut beschützt. Da sind überall Wachen und so weiter. Also wir müssen wirklich richtig aufpassen. Die geklauten Autos werde ich dann hier direkt ins Flugzeug reinbringen und hier so schnell wie möglich die Stadt verlassen. Das ist heute der Plan. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zu dieser Autoausstellung hin und dann werde ich euch erstmal zeigen, was da so abgeht, Leute. Und let's go, Leute. Ey, das ist zu krank. Wir müssen einfach hier vom Strand aus mit diesem riesigen Flugzeug starten. Ich hoffe, das wird später alles funktionieren, denn meine Freunde, man muss hier wirklich an alles bedenken, weil wenn ich von einem normalen Flughafen aus starte, da wird die Polizei dann direkt auf mich warten, wenn die merken, dass ich diese ultra seltenen Autos geklaut habe. Deswegen starte ich hier vom Strand aus, Leute, wo uns niemand vermutet, und ich würde sagen, wir fahren da jetzt direkt mal hin. Das ist nämlich direkt hier im Sandy Shores Gebiet, beziehungsweise hier im Blaine County Gebiet. Hier ist nämlich diese Auto-Exotic-Ausstellung, Leute, und genau das gibt es da nämlich auch, und zwar exotische Autos. Also da ist wirklich alles dabei. Lambos, Ferraris und... Oh Leute, seht ihr das? Hier stehen direkt schon zwei Securities. Allein nur am Eingang, Leute. Also das hier auf jeden Fall kein Schmalspurauto aus. Nicht so wie das, wo wir sonst immer sind. Das ist hier was richtig Krankes. Oh, da steht direkt hier noch ein Security hier vorne. So, okay, wir parken hier mal den Lambo direkt, dass die Leute wissen, dass ich hier keine Schmalspur bin, dass sie mich hier reinlassen und so. Ja, alles gut. Ich gehöre hier dazu, ne? Ich will mir hier ein Auto nur angucken. Mach keinen Stress. Okay, so, sehr gut, Leute. Oh, warte mal, Leute. Seht ihr den Typen da oben? Seht ihr den Typen da oben da? So, guck mal, den da, auf den ich gerade zeige. Der Typ ist da auch noch ein Security. Der überwacht das ganze Gebiet und der kann hier einen Alarm auslösen, Leute. Also wenn ihm irgendwas Komisches hier auffällt, dann wird der einfach einen Alarm auslösen und hier kommt direkt Sondereinsatzkommando und sowas. Aber gut, wir gucken uns jetzt hier erstmal um. Heute ist es ja jetzt erstmal noch Tag und so, ne? Alles gut, ich bin ja hier ein normaler Besucher von der Automesse. Ich denke mal nicht, dass die jetzt hier vermuten, dass die hier ausrauben will. Und oh mein Gott, Leute, schau mal, hier steht ein Lamborghini Veneno, Alter. Boah, richtig krank limitierter Lambo, Leute. Der kostet, glaube ich, irgendwie 3 Millionen oder sowas. Dann steht hier noch ein Lamborghini Huracan Super Trofeo. Also quasi so eine Rennversion von einem Lamborghini Huracan. Dann hier noch eine Rennversion von einem Lamborghini Audi R8. Ein Porsche 918. Alter, mit Spurver mit so einem Bodykit hier, so Spurverbreiterung. Dann noch ein Ferrari Roma steht hier auch noch. Ein Mercedes AMG GTR, Leute. Also auch ganz, ganz krank. Und hier nochmal ein Ferrari 488 Pista. Also hier sind wirklich ganz, ganz kranke Autos. Diese werden wir auf jeden Fall klauen. Ich würde sagen, wir klauen 3 Stück davon, denn ich habe vor, die nicht einfach so zu klauen, sondern ich will die Autos auch noch krass tunen und an meine besten Freunde Tuan, Amir und Russik verschenken. Ihr wisst Bescheid, Leute. Die Frage ist jetzt nur, welches von den Autos hier würdet ihr klauen, beziehungsweise welche 3 Autos würdet ihr klauen? Ich würde sagen, Russik. Ich glaube, Russik mag so AMGs. Dann klauen wir hier den AMG für Russik, Leute. Amir ist voll der Porsche-Fan. Wir klauen diesen Porsche 918 mit Spurverbreiterung. Den werden wir für Amir klauen. Und für Tuan brauchen wir was ganz Besonderes. Tuan hat ja an sich schon alles, der ist ja ultra reich. Aber so ein Lamborghini Veneno, der ist halt richtig selten. Ich würde sagen, den klauen wir für Tuan. Und Leute, schau mal, den habe ich ganz vergessen. Hier steht noch ein McLaren. Okay, aber wir wissen jetzt Bescheid. Wir haben hier ein bisschen ausspioniert. Hier sind auch überall Kameras, Alarmsysteme, 4 Securities. Ich würde sagen, wir warten ab, bis es dunkel wird und werden dann bei Nacht hier einbrechen. Hier sind 4 Securities, die wir auf jeden Fall ausschalten müssen. Da müssen wir richtig gut aufpassen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück zu unserem Flugzeug. Denn da, meine Freunde, werden wir uns jetzt umziehen und werden Waffen schnappen und werden dann warten, bis es Nacht wird. Und dann werden wir hier in dieses krasse Autohaus einbrechen und 3 Autos klauen, in unser Flugzeug packen und hier direkt abhauen. Und im besten Fall bemerkt auch die Polizei nichts, Leute, und wir werden nicht verhaftet wieder. Aber ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Let's go. Okay, meine Freunde, ihr könnt schon sehen, es ist hier jetzt langsam dunkel geworden, Leute. Das ist perfekt. Die Sonne geht unter. Das heißt, wir werden jetzt zuschlagen und dieses Autohaus ausrauben, Leute. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal ready. Ich habe hier quasi so meine mobile Einsatzzentrale. Wir nehmen uns jetzt hier mal alles an Waffen raus. So, zack, Ausrüstung nehmen, Leute. Zack, hier einmal alles voll machen. Boah, Leute, ihr könnt schon sehen, unser Inventar ist voll. Wir müssen hier direkt die richtigen Waffen ausrüsten. Wir brauchen auf jeden Fall Scharfschützengewehre, Schrotflinten, vielleicht noch was Explosives hier für Nahkampf
und so. Perfekt. Und jetzt, Leute, werden wir uns noch umziehen. Ich werde jetzt hier meine Tarnklamotten anziehen, damit wir nicht auffallen. Oh, Leute, wir sind ausgerüstet. Wir sind jetzt hier, guck mal, wie getarnt wir sind, wenn es dunkel ist. Wir stellen uns hier irgendwo vor so eine Wand und man sieht uns einfach gar nicht mehr. Wir sind richtig getarnt jetzt. Zack, Waffen haben wir auch ausgerüstet. Schön mit Techlight. Mit dem Motocross werden wir da jetzt hinfahren. Und Leute, drückt uns jetzt die Daumen, weil das ist echt krass bewacht. Wir dürfen auf jeden Fall nicht den Alarm auslösen, ja? Wir müssen jetzt richtig gut auf der Hut sein. So, ist jetzt hier richtig dunkel schon, Leute. Die Sonne ist schon fast ganz untergegangen. Okay, Leute, wir werden jetzt zuschlagen. Schön in der Nacht, ohne dass wir auffallen. Werden wir jetzt hier drei Luxusautos klauen, direkt ins Flugzeug rein und aus der Stadt rausbringen. So, okay, okay. Jetzt müssen wir hier richtig gut zuschlagen. Okay, am besten, Leute. Ich denke, am besten schalten wir diese Securities, die vor der Tür warten, erstmal mit einem Scharfschützengewehr aus der Distanz aus. Okay, wir gehen hier auf den Parkplatz drauf. So, okay, hier werden die mich nicht bemerken. Okay, perfekt, Leute. Sehr gut. Okay, jetzt Scharfschützengewehr rausnehmen. Und jetzt... Oh, nein, 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 nein. Hier, Scharfschützengewehr. Okay, wir müssen die jetzt ausschalten. Ganz schnell hintereinander. Wir sind nur alleine. Wir müssen die ganz schnell hintereinander ausschalten, damit es nicht auffällt. Schalldämpfer ist drauf. Okay, Leute. 3, 2, 1 und... Erster weg. Oh, nein, der... Oh, das war knapp. Das war knapp. Der wollte schon wegrennen. Wir haben ihn aber erwischt. Okay, sehr gut. Weiter vorrücken, Leute. Ich hoffe, die haben ihn nicht bemerkt, Leute. Ich hoffe, die haben ihn nicht bemerkt, der eine Typ, der da umgefallen ist. Oh, Leute, Leute, nein, 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 nein. Schnell, 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 schnell. Okay, schnell vorrücken, schnell vorrücken, schnell vorrücken, schnell vorrücken. Oh, perfekt, perfekt. Der Typ, der da vorne steht, hat es nicht bemerkt. Oh, 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 nein, 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 nein. Nein, Leute, der will den Alarm auslösen, der will den Alarm auslösen. Leute, schnell hinterher, schnell hinterher, schnell hinterher. Nein, 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 Leute, ich kann mir das jetzt nicht erlauben. Wo ist der Typ hin? Der wird uns verpfeifen. Wo ist der Typ hin? Da ist er, da ist er, da ist er. So, du, es tut mir jetzt leid, es tut mir leid, aber du darfst die Mission nicht gefährden. So, okay, leise, leise. So, sei ruhig, sei ruhig. Okay, jetzt ist nur noch, glaube ich, der eine Typ da oben. Auf den müssen wir jetzt richtig aufpassen. Weil wenn der den Alarm jetzt auslöst, Leute, dann wird hier direkt gleich Polizei und sowas kommen. Okay, Leute, da oben steht der. Wir müssen ihn jetzt ganz, ganz sauber ausschalten, ohne aufzufallen. Und zack. Oh mein Gott, das war ein sauberer Schuss. Sehr, sehr sauberer Schuss. Kein Alarm wurde ausgelöst, Leute. Und jetzt werden wir die Autos klauen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier einfach mal mit dem Auto für Russik an. Bis jetzt ist hier wirklich kein Alarm ausgelöst worden. Das heißt, wir haben noch keine Probleme mit der Polizei. Und jetzt werden wir den ersten Wagen klauen. Und zwar den AMG GTR Cabrio hier für Russik, Leute. Let's go, let's go. Wir fahren jetzt hier einfach mal raus. Alles gut. Niemand hat uns bemerkt. Niemand verfolgt uns. Das läuft ja wie am Schnürchen, Leute. Sehr gut, so kann es weiterlaufen. Ich hoffe nur jetzt einfach, Leute, dass wir mit da jetzt gleich zurückkommen, dass das alles weiter so gut läuft, ohne Probleme. So, zack, das erste Auto schön wieder verladen, schön reinmachen. Und zack, Leute, perfekt. Der AMG für Russik, den haben wir schon mal. Als nächstes würde ich sagen, machen wir den Porsche für Amir. Wir gehen jetzt schnell wieder zurück, let's go. Oh mein Gott, Leute, nein, was sehe ich da gerade? Die Polizei ist mittlerweile gekommen. Die haben das ganze Gebäude umstellt. Schau mal, hier sind allein drei Polizeigehklassen. Ich weiß nicht, wie viele Polizisten hier sind. Hier sind allein mal zwei. Ich denke mal, hier zwischen den Autos stehen bestimmt auch noch ein paar. Oh mein Gott, die haben das ganze Gebäude umstellt. Wir müssen uns jetzt richtig was überlegen. Aber ich glaube, die denken noch, dass ich da drin bin. Lass sie mal kurz ein bisschen beobachten. Mal gucken, was die machen. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Das Gebäude ist umstellt. Wir wissen, dass Sie da drin sind. Es gibt keinen Ausweg. Ey, Leute, habt ihr das gehört? Die denken, ich bin noch im Gebäude drin. Aber warte mal, vielleicht können wir das gut für uns nutzen, Leute. Denn ich habe gerade gesehen... Guck mal, Leute, hier steht auch noch ein Polizeiofficer. Vielleicht können wir den einen Officer ausschalten und seine Dienstausrüstung, seine Klamotten holen, Leute. Und dann uns einfach als Polizist ausgeben und da einfach reinlaufen und niemand erkennt uns, weil die ja denken, dass der Täter da drin ist. Leute, das ist doch ein richtig guter Plan. Wir müssen uns aber kurz hinter den sneaken und müssen den leise ausschalten. Und hoffen einfach, dass uns hier niemand bemerkt. So, okay, okay. Sehr gut. Jetzt leise den Typen hier ausschalten. Und... Oh, nein! Oh mein Gott, der wehrt sich! Sei leise. Oh mein Gott, Alter. Warum kann er sich so gut wehren? So, sei leise, Junge. Okay, Leute, gut. Wir schnappen uns den jetzt kurz und werden ihn verstecken. Oh mein Gott, Leute. Schaut mal, wie dunkel es hier mittlerweile geworden ist. Ich bin als Officer Crimex hier wieder unterwegs. Und jetzt werden wir einfach mal an den Leuten vorbeilaufen, weil die denken ja, dass der Täter noch drin ist. Okay, wir müssen jetzt hier ein bisschen mitspielen. Ja, ja, guten Tag, ne? Ich guck mal da, ich check mal da drin die Lage, ne? Okay, sehr gut, Leute. Die denken, ich bin einer von denen. Und jetzt können wir einfach direkt das nächste Auto klauen. Oh, Leute, aber wir kommen da jetzt nicht einfach so raus. Wir müssen jetzt... ich glaube, jetzt wird es gleich ein bisschen Action geben. Als nächstes klauen wir hier den Porsche für Amir, Leute. Diesen Porsche 918. Nein, nicht den Ferrari hier. Nicht den Ferrari. Den Porsche 918 wollen wir klauen. Oh, warte, dann müssen wir kurz hier zur Seite fahren.
So, und jetzt hier schnell in den Porsche 918 rein. Ich nehme jetzt hier gleich schon mal Haft... Ich nehme jetzt hier gleich schon mal Haftbomben raus, Leute. Okay. Jetzt gibt's hier Action, jetzt gibt's hier Action. Okay, okay, leise. Wir werfen erstmal ein paar Haftbomben raus, ohne dass sie uns bemerken. So, und... Oh nein, 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 die bemerken mich und bam! Woohoo! Let's go, Leute! Oh nein, 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 nein! Oh nein, 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 Leute, wir haben 5 Sterne, die schießen alle auf mich! Oh nein, hier kommt schon Polizei! Wow, 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 wir müssen jetzt mit dem Porsche für Armia abhauen! Oh nein, Leute, der Plan ist echt ein bisschen schief gegangen jetzt. Der Plan ist echt ein bisschen schief gegangen. Aber alles halb so wild, alles halb so wild. Die dürfen nur nicht das Flugzeug hier an der Seite entdecken. Das wäre unser Ende. Wow, wow, wow. Okay, Leute, ich habe einen Plan. Es ist gerade dunkel, wir werden die Dunkelheit für uns nutzen. Ich werde jetzt einfach mal kurz hier ins Gelände fahren, werde jetzt hier die Lichter ausschalten. Wir werden uns jetzt hier einfach kurz irgendwo verstecken und warten dann ab, bis wieder hell wird, Leute. Ich hoffe, dann hören die auf, uns zu suchen. Wir sehen uns gleich wieder. Oh mein Gott, Leute. Wir haben uns hier in dem Busch versteckt, die ganze Nacht über. Jetzt hat die Polizei gerade eben endlich aufgehört, mich zu suchen. Die machen ja hier richtig ernst. Schau mal, da unten auf der Straße ist noch voll viel Polizei. Die haben mir sogar so Straßensperren und so gemacht. Aber jetzt haben die zum Glück aufgehört, mich zu suchen. Mein Flugzeug haben die, glaube ich, auch nicht entdeckt. Oh, schau mal, hier laufen immer noch ein paar Polizisten rum. Aber alles gut, meine 5 Sterne sind weg, jetzt können die nichts mehr machen. So, und das bedeutet, wir haben das zweite Auto für Amir. Aber Leute, jetzt fehlt natürlich noch das wichtigste Auto. Oh, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Jetzt fehlt natürlich noch das wichtigste Auto, und zwar für unseren besten Freund Turan. Und das müssen wir uns jetzt noch holen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt noch richtig viel Polizei sein wird, Leute. Das gibt jetzt nochmal Action. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir das dritte Auto für Turan holen. So, erstmal hier kurz reinfahren und dann würde ich sagen, let's go, Leute. Oh, nein, 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 Leute, ich bin hier in die Nähe gekommen und habe direkt wieder 5 Sterne bekommen. Das tut mir leid. Oh, 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 Leute, aber wir müssen natürlich noch das Auto für unseren besten Freund für Touren holen. Oh mein Gott, hier sind immer noch diese gepanzerten G-Klassen. Oh nein, Leute, ich sehe schon auf der Minimap, wie die mich hier gleich wieder umstellen werden, die Polizei. Schnell, 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 Leute, nur noch diesen Lamborghini Veneno, dann haben wir es. Nein, 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 hier gehen den Lamborghini Veneno rein, Junge. So, schnell, 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 Leute, schnell, los, 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 los und tschüss. Wow, oh mein Gott, wie viele. Wow, wie viel Polizei. Beiseite. Wuhu. Wow, 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 wow. Okay, Leute, ich glaube, am besten wäre es, wenn wir jetzt einfach schnell das Auto in unser Flugzeug reinmachen und so schnell wie möglich hier wegfliegen, weil ich glaube, die 5 Sterne werden wir jetzt nicht hier nochmal so einfach los. Wow, 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 wow. Oh, schnell, 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 alles verladen, schnell, alles verladen, Leute. Oh, nein, 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 Leute, das letzte Auto muss noch reingefahren werden. Shit, 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 shit. Wisst ihr was? Ich werde hier noch ein paar Haftbomben hinlegen. Ich werde hier noch ein paar Haftbomben hinlegen. Schnell, schnell. Wenn die hier sich trauen, an den Strand zu kommen, dann werde ich hier Haftbomben zünden. So, okay, wichtig, wichtig. So, dann sollen die doch gleich mal kommen. Haftbomben sind gelegt. Jetzt schnell das letzte Auto hier reinfahren. Wow, 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 Leute. Und dann würde ich sagen, wir müssen jetzt hier kurz das Flugzeug verteidigen. Und dann schnell, schnell hier weg, Leute. Schnell hier weg. Kommen hier hinten welche? Ich glaube, hier hinten ist alles gut. Ich glaube, hier hinten ist alles gut. Nein, die sind eher vor mir. Die wollen mich vor dem Flugzeug blockieren. So kann ich nicht abfliegen, wenn die ihre Autos vor mir abstellen. So kann ich nicht abfliegen, Leute. Oh, nein, 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 nein. Oh, ihr werdet mich niemals kriegen. Wow, 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 die Helis schießen auf mein Flugzeug. Wir müssen ganz schnell hier weg, Leute. Oh mein Gott, Leute, wir sind ins Flugzeug eingestiegen. Die Laderampe ist zu. Alles gut, Leute. Wir werden jetzt die platzierten Bomben zünden. Und Leute, let's go. Ihr werdet mich niemals kriegen. Wir haben 3 fette Autos geklaut und fliegen jetzt einfach mit den Autos weg. Oh mein Gott, die verfolgen mich noch. Oh mein Gott, die Helikopter fliegen mir noch hinterher. Okay, ich hoffe, wir können die hier gleich abschütteln. Aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall schneller mit dem Flugzeug als die Helikopter. Würde ich jetzt mal vermuten. Aber es ist echt ein Riesenflugzeug. Aber nice, die Sterne blinken schon. Perfekt. Leute, die Sterne blinken. Wir müssen jetzt nur noch hier den Helikoptern ausweichen und dann haben wir es gleich geschafft. Wir fliegen jetzt Richtung Stadt und dann werden wir die Autos richtig krank auftunen und unseren Freunden schenken, Leute. Let's go. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir in der Stadt gelandet sind. Oh, Leute, und wir beginnen den Landeanflug. Vielen Dank in Ihr Vertrauen in iCrimex Airlines. Oh Gott, Leute, dieses Riesenflugzeug. Wir müssen langsamer werden. Wir sind viel zu schnell. Wir sind viel zu schnell zum Landen. Und Landeklappen ausfahren, Landeklappen ausfahren, Stabilisatoren rausfahren. Und jetzt ganz ruhig, okay, okay, perfekt, Leute. Es ist doch der Pilot iCrimex. Oh, Leute, guck mal, wie sanft wir das Ding landen. Guck mal, wie sanft wir landen. Und... Woo, let's go! Der Chefpilot iCrimex natürlich hier wieder am Start. Wir sind gut gelandet, unsere Sterne sind weg und jetzt können wir perfekt die Autos tunen.
Oh mein Gott, Leute, wir haben es einfach geschafft. Die Autos sind sicher hier nach Los Santos transportiert worden. Aber ich würde sagen, wir ziehen uns erstmal diese ekligen Klamotten aus. Wir ziehen erstmal wieder unsere coolen Klamotten an und dann fahren wir mit den Autos in die Tuning-Werkstatt von Amir. Der hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir die mal benutzen. So, das fühlt sich doch gleich hier wieder viel besser an mit den Klamotten. Wisst ihr was? Ich denke, ich werde jetzt einfach mal alle drei Autos zu der Tuning-Werkstatt von Amir liefern lassen und dann sehen wir uns gleich wieder, weil die hier alle einzeln hinzufahren, das ist schon aufwendig. Wir können ja mal mit dem Auto von Touren hinfahren und die anderen lasse ich dann hinliefern. Boah, Leute, der Wagen sieht ja jetzt schon absolut nice aus und der ist ja noch nicht mal getuned. Oh Gott, wir machen hier die ganze Seite kaputt, aber egal, wir müssen den Wagen eh reparieren. So ganz vorsichtig hier rausfahren aus dem Ding. Boah, Leute, wie geil das einfach mit dem Flugzeug aussieht. Und jetzt ab in die Tuning-Werkstatt von Amir und da werden wir die Autos jetzt nochmal richtig schön auftunen für unsere ganzen besten Freunde, Leute, weil die kriegen natürlich wie immer nur das Beste von uns. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, meine Freunde, mit welchem der Autos sollen wir anfangen? Ich meine, alle sind ultra krass. Sollen wir mit dem Auto für Amir, mit dem Auto für Touren oder mit dem Auto für Russik anfangen? Boah, ich weiß nicht. Komm, Leute, wir fangen einfach mal mit dem Auto für Touren an, Leute. So, hier ein Lamborghini Veneno kriegt der Gute. Wir fahren ihn jetzt mal hier in die Tuning-Station rein, öffnen jetzt hier das Tuning-Menü. Boah, Leute, das ist doch hier richtig nice gemacht. Okay, ich würde sagen, wir kommen erstmal zur Farbe, Leute. Die Farbe natürlich ganz wichtig. Man muss natürlich sagen, Tuans Lieblingsfarbe ist, glaube ich, so ein knalliges Gelb. Zumindest macht er seinen Tulus und OP-Tulus immer in so einem Gelb. Aber ich weiß, boah, dann geben wir ihm so ein richtiges Neongelb. Weil hier in der Tuning-Werkstatt von Amir können wir hier so richtig wirklich einen eigenen Farbton erstellen. Wir geben so ein richtiges Neongelb, was schon fast ins Grüne rüber geht. So richtig neonmäßig. Wir drehen die Farbe. Oh mein Gott, auch hier voll aufgedreht. Guck mal, wie das leuchtet. Das wird Touren gefallen. Das wird Touren auf jeden Fall gefallen. So, dann geht's weiter, Leute. Dann brauchen wir natürlich noch eine Sekundärfarbe. So, jetzt natürlich die Frage, was für eine Sekundärfarbe machen wir jetzt hier einfach mal? Boah, Leute, man kann das schon richtig krass machen. Lila? Vielleicht so, boah, lila, es knallt irgendwie auch ein bisschen so ein auf, weil die Touren trägt ja immer ein lilanes Hemd. Boah, oder sowas mit Blau, Leute. Was passt denn zu dem Gelb am besten? Ich würde eigentlich schon fast sagen Schwarz, aber das ist halt irgendwie ein bisschen langweilig, Gelb und Schwarz. Da muss schon, oh, Gelb-Rot. Oder wir machen ihn einfach full Gelb. Das ist halt irgendwie auch schon wieder krass, ne? Wenn wir den so voll Gelb machen. Grün, nee, Gelb-Grün, das beißt sich so ein bisschen. Rot, ja, geht auch noch, aber das sieht schon so fast clownsmäßig aus. Das darf halt auch nicht zu bunt sein. Gelb ist halt eine schwierige Farbe. Ich würde sagen, wir machen es einfach auch in dem gleichen Ton Gelb, Leute. So, Abfahrt, let's go. Das sieht doch schon nice aus. Seid mal ehrlich, so komplett in so einem Neongelb. Das tut ja schon fast in den Augen weh, Leute. Was können wir denn hier noch tun? So, Spoiler können wir auch noch einen fetteren drauf machen. Weil, nee, wir lassen ihn eigentlich. Das ist eigentlich schon gut, Leute, weil der Wagen, der sieht eigentlich schon so wunderschön aus, so wie der ist. Wir lassen ihn jetzt einfach mal. Ich würde sagen, ich finde eigentlich schon echt fast, dass der perfekt ist für Touren. Boah, schaut euch das mal wirklich an. Auch Interieur. Wenn da innen drin so alles auf gelb-schwarz angelehnt ist, das sieht so gut aus. Guck mal, ich zeige euch den mal hier von innen, Leute. Guck mal, so sieht... Oh, Leute, wie schön der einfach von innen aussieht. Okay, perfekt. Also der Wagen für Touren ist schon mal fertig. Ich bin mal gespannt, was ihr sagen wird. Dann, Leute, kommen als nächstes machen wir Amirs Auto. Hier so ein wunderschönen Porsche 918 Spider, Leute. Der auch schon aufgetunt ist mit so einem Bodykit, Leute. Aber die Farbe, ja, ist halt irgendwie so auf Galaxy-Ding angelehnt. Weiß ich nicht so. Ich glaube, wir müssen hier erstmal diese Galaxy-Folierung runter machen. Warte mal, das geht hier nicht. Wir müssen die erstmal so runter. Leute, ich reiß jetzt hier erstmal die ganze Farbe hier runter. So, weg mit der Folierung. Alles hier runter machen. Und Leute, die ganze Folie haben wir runtergerissen. Und Leute, ich habe hier direkt noch einen Spoiler drauf gebaut und habe hier das Dach abgeschraubt, dass es hier so ein Cabrio ist mit so einem fetten Spoiler, mit so einer fetten Frittentheke hinten drauf. Aber ich würde sagen, die Farbe machen wir jetzt mal wieder gemeinsam, weil hier können wir jetzt wieder was richtig Krankes gemeinsam machen. So, jetzt gehen wir mal hier zu den Farben, Leute. Und das Ding ist ja, ich weiß ja, Amir liebt Orange. Amirs Autos sind immer Orange. So, wir müssen jetzt hier erstmal das voll aufdrehen, so volle Helligkeit. Und Amir hat immer, oh mein Gott, wir machen ihm so ein knalliges Orange, auch wie bei Touren so. Nur nicht gelb, sondern wirklich so ein richtig schönes, boah, das muss so ein richtig krasses, ein richtig, oh, Leute, uiuiui, guck mal, das ist doch ein wunderschöner Orangeton hier. Sehr schön, das nehmen wir. So, dann gehen wir mal auf die Sekundärfarbe. Was können wir jetzt hier so machen? Secondary. Okay, gelb, finde ich, passt da als Sekundär nicht so bei Orange. Eigentlich muss man hier auch wieder hart auf hart Orange nehmen. Oder... Orange ist ja auch wieder schwierig, ne? Das soll ja auch nicht so clownsmäßig aussehen. Da könnte man... Na gut, rot eventuell geht noch. Das darf nicht zu... Oh, wobei so ein bisschen so auf blau hier.
Das kann eigentlich schon. Das kann schon ganz böse aussehen, hier so mit Neonblau. Wobei ich hier auch wieder hart auf hart sagen würde, Leute, lasst uns hier auch einfach orange machen. Macht man nichts falsch damit. So, auch wieder ein schönes Orange-Morange hier rein. Zack, Abfahrt. Guck mal hier, alles orange-schwarz, wie gut der Wagen aussieht. Ich glaube, Amir wird das Ding hier auch richtig gut gefallen. So, sehr schöne Kiste. So, perfekt, Leute. Oh mein Gott. Beide Autos schon sehr, sehr crazy. Und jetzt gucken wir mal, was wir für den guten alten Russik machen können. Hier mit dem AMG GTR. Der sieht aktuell auch noch sehr, sehr langweilig aus, würde ich mal behaupten. So, halt einfach alles nur so grau. Da geht auf jeden Fall noch mehr, Leute. Sage ich euch, wie es ist. Okay, Leute, bei Russik ist das Ding, er liebt ja die Farbe rot. Russik hat ja immer eine rote Farbe, rote Jacke an und seine Autos sind auch immer rot. Deswegen müssen wir auf jeden Fall hier auch ein richtig knalliges Rot drauf machen. Das Geile ist auch, der AMG hat hier diese Rallye-Streifen schon in schwarz. Ich glaube, das wird mit so einem richtig knalligen Rot übelst gut aussehen, Leute. So, hier orange. Was ist der beste Rotton? Hier geht es schon wieder leicht ins Pinke. Das will er, glaube ich, nicht. Hier, wir wollen das hier so ein ganz, ganz kräftig. Oh mein Gott, Leute, das ist auch schon so Neonrot, was wir hier wieder machen. Wild, ganz, ganz wild, Leute. So, jetzt gehen wir mal noch auf die Sekundärfarben. Secondary, so, was ist hier die Sekundärfarbe? Oh, oh, Leute, guck mal hier, der Bremssattel ändert sich. Auch sehr geil. Sehr, sehr nice, Leute. Da könnte man schon fast so gelb so ein bisschen als kleines Detail machen. So gelb und rot, das geht auf jeden Fall noch. Irgendwie so ein bisschen so ein kleines Detail brauchen wir hier. Ich würde da jetzt auch nicht nur rot machen, den Bremssattel. Das muss so ein bisschen... Ich glaube, mit einem gelben Bremssattel macht man da nichts falsch mit. Boah. Hat sich dann innen drin auch ein bisschen... Und innen drin ist auch noch ein bisschen gelb. Schau mal, Leute, mit diesen gelben Bremssatteln, das sieht doch schon hier geil aus. Ich denke, das wird auch Russi gut gefallen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm nicht so gut gefällt. Oh mein Gott, Leute, gönnt euch einfach mal, was wir hier erschaffen haben. Ich muss sagen, dieses Neongelb von Tourenswagen sieht einfach am krassesten aus. Die Autos sehen so, so gut aus. Ich würde sagen, Leute, wenn ihr sehen wollt, wie wir die anderen mit den Autos überraschen, dann lasst jetzt mal ein Like und ein Abo da. Dann werden wir in der nächsten Folge die Autos ausliefern. Ich bin gespannt, wie die anderen sich freuen werden. Und dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex.